Minecraft Dice und der Name Weiß. Warum sind sich diese Wörter so ähnlich? Richtig, der einzige Unterschied ist der erste Buchstabe. Die kürzeste Entfernung von V zu D beträgt 8 Zeichen. Doch was hat das zu bedeuten? Der 8. Buchstabe im Alphabet ist ein H, doch Weiß-Weiß besteht aus 2 Vs. Somit erhält man nach der von uns angewandten Methode eine zweite 8. Somit haben wir eine 88. 88 oder auch H. H. Doch was hat das zu bedeuten? Absolut richtig. HH ist die Abkürzung von Heil Hitler. Doch was möchte Weiß-Weiß uns damit sagen? Es liegt eindeutig auf der Hand. Schaut man sich das Logo von Reamp an, stellt man fest, dass hier die Illuminaten am Werk waren. Sie haben uns alle manipuliert, sodass wir zwei fast völlig identische Projekte zu fast genau der gleichen Zeit bringen. Doch nicht mit mir. Ich habe den Beweis, dass das alles eine perfide Täuschung ist. Schaut man sich den ersten Ding in der Beschreibung an, stellt man schnell fest, dass schon vor dem Start von Dice Dice das ganze Projekt auf die Beine gestellt wurde. Was ich damit sagen will, wer voll geklaut schreibt, wird geblockt. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu Reamp. Mit dabei ist der Fix. Reamp, ja, guten Tag. Hi, und die Vendetta. Hallihallo. So. Hallo Vendetta. Und ich würde sagen, wir erklären gleich mal in Ruhe alles, aber als allererstes kloppen wir einfach mal ein bisschen Holz und fangen an, uns Sachen zu machen. So. Ich weiß nicht, lass mal Plan schnell machen. Wer geht unter die Erde und wer holt Essen und so? Dann hole ich Essen. Okay. Können wir noch runtergehen gleich. Okay, ja, dann lass zusammen am besten runtergehen am besten, ja. Okay. So. Und Domze darf erklären, wie das funktioniert. Dann werde ich das machen. Also, wie man sieht, haben wir hier Wände. Und wir haben auch einen Timer rechts. Und wir haben 4 Teams. Kann man auch erkennen. Okay. Und wir haben hier so eine Base. Und in dieser Base ist ein Bett, ein Netherportal und ein Villager. Und ich glaube, gleich schon mal essen. Dann kümmert sich einer bitte um einen Ofen und Kohle. Okay. Und ja, also da oben drüber, da wo diese weißen Treppen sind, da müssen wir später so einen Cube craften. Das ist einfach ein Sponge. Und sobald wir diesen Cube gecraftet haben, haben wir unendlich Leben. Wenn wir jetzt einmal sterben sollten oder so, wird uns direkt ein Leben abgezogen. Dann haben wir nicht mehr 4, sondern noch 3 Leben. Und sobald der Cube da halt drin ist, verlieren wir keine Leben mehr. Und das Ziel ist halt, sobald die Wände gefallen sind, müssen wir bei den anderen Teams halt die Cubes zerstören und die dann halt alle killen, damit die dann raus sind. Sobald halt dann ein Team nur Leben hat, ist es auch raus. Und ja, wenn das Bett bei uns abgebaut werden sollte, dann spawnen wir nicht mehr in der Base, sondern in der Mitte und das wäre halt ziemlich blöd. Weil den Cube abzubauen braucht 30 Sekunden, aber in der Zeit sind wir, kann man nicht von der Mitte dahin rennen. Also es wäre echt ziemlich scheiße, wenn das passieren sollte. Okay, aber Vendettas irgendwie, keine Ahnung. Hast du dich schon umgeschaut? ja, ich habe die Höhle gesucht, aber jetzt nicht gefunden, aber ich habe noch einen Ofen, einen zweiten gemacht jetzt. Okay. Auf jeder Map gibt es ja eine Höhle, ne? Mindestens einen Höhleneingang gibt es auf jeder Map, okay, ja. Perfekt. Aber Strip-Mining ist auch erlaubt, also ist gar kein Problem. Ja, ich schaue nur, ich habe jetzt schon den Ofen gebaut und da habe ich ein bisschen Zeug rein. Mhm. Halt Holz, dass du da schon mal das braten kannst, weil Kohle ich finde hier gerade einfach gar keine Schweine, nicht genügend. Das ist richtig blöd gerade. Hier in dem Wald rechts von unserer Burg, oder besser gesagt, wenn du von vorne drauf schaust, links, da sind noch ein paar Schweine, aber die kann ich eigentlich auch vernichten. Sehr schön, dann mach das mal. Weil ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan, wo ich bin. Ich laufe hier wie so ein Blepper durch den Wald. Oh Mann, ey. Da ist ein Blumen. Sehr schön. Denkt dran, sobald ihr Sugarcane seht, auf jeden Fall gerade gleich direkt mal mitnehmen. Okay. Sonst bekommen wir später Probleme mit Enchanter und so. Das wäre nicht so schön. So, ich habe schon mal... Oh nee, fuck. Diese scheiß Steine, ich hasse die, das ist Andesit und keine Ahnung, die komischen Steine, die sind nicht so toll. Findest du nicht so toll? Nee, diese Steine da, diese blöden Steine. Bau die immer umsonst ab. Okay. Da kann man eh nichts draus craften. Du denkst, das ist immer Cobblestone oder so, oder normaler Stein? Alles klar. Ach, da ist direkt ein Höhleneingang hier bei uns, oder geht der nicht mehr weiter? Rechts von unserer Dingens, da geht's in die Höhle, ja. Alter, richtig nice, Mann. Hier ist direkt Eisen und Kohle und alles, perfekt. Oh, ich hab hier Lava. Ja, hammergeil. Also, einfach so ein Lavasee an der Oberfläche. Leute, dann würde ich sagen, verziehen wir doch einfach alles gerade mal dahin, wo die Höhle ist. Also rechts von unserer Burg, da an der Wand, ist direkt eine Höhle. Okay. Und zwar eine ziemlich geile. Oh Gott, stirb, Schwein. Dann wollt ihr da mal die Höhle erkunden und ich laufe hier oben rum, hol ein bisschen Essen und guck nach Sugarcanes. Oder hat schon jemand von euch welche gefunden? Ich hab schon 9. Ah, sehr schön, okay. Ich hab mal hingeworfen. 9 Stück, ja gut, dann brauchen wir gar nicht mehr. Aber ich pflanze hier. Ich würde
trotzdem. Ja, pflanzt sie gleich an am besten. Genau. So viel brauchen wir nicht, aber gut, machen wir trotzdem gerade mal. So. Okay, dann hole ich schon mal das erste Eisen und Kohle und so. Alles klar, mach das. Find. Dann laufe ich. Die ist da direkt rechts von dem. Wollte ich nur noch mal sagen. Dann laufe ich mal im Kreis und mach gar nichts. Ich bin auch gerade so im Kreis irgendwie. Gut, dann gehe ich jetzt gleich in die Höhle, wenn ich mir eine Holzspitzhacke gemacht habe. Ich habe schon eine Steinspitzhacke. Ach so, rechts, okay. Ja, das rechts von rechts. Das andere rechts. Genau, ja. Das andere rechts. wenn man da drauf schaut, das rechts. Ah, okay. Ja, dann lass mal Richtung... Oh, Alter, richtig nice. Eben, die ist echt richtig nice. Lass mal gleich so eine Richtung ausmachen. Wir gehen immer davon aus, dass wir von vorne auf die Burg drauf schauen, okay? Ja, so mit rechts und links, damit wir da eine Orientierung haben. So. So, Kohle. Dann baue ich die Öfen gleich ab. Ich denke mal, wir gehen am besten erstmal alle zusammen in die Höhle rein. Die Sugarcanes können hier oben ja wachsen. Wir haben ja genug Zeit. Ja. Hast du Holz dabei? Holz habe ich dabei, ja. Holz habe ich genug dabei, falls wir was brauchen. Okay. Ich habe nicht so viel Holz, ich habe jetzt mal ein paar Fackeln. Also wie gesagt, denkt dran, Strip-Mining ist erlaubt. Sobald wir unten sind, fängt am besten gleich einer an, Strip zu minen. Ja. Damit wir hier schön produktiv sind. Produktiv. Okay, hier ist schon das Bedrock. Danke, dass du mir mein kostbares Stein klaust. Ja. Brauch den vielleicht. Ja, ich vielleicht. Aber ich mach mal ein bisschen Licht hier. Gleich mal Fackeln hier, Kohle verschwenden, ey, das gibt's doch nicht. Ah, die ist richtig gut, die Höhle. Ist die richtig nice? Die ist richtig, richtig nice. Alter, mal geil, ey. Wir hatten schon eine kleine Fehlaufnahme gestern. Ach, was? Ich hab da eine andere Höhle gefunden, die hatte ich jetzt gesucht, die war da weiter draußen, aber die hier ist einfach viel geiler, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, die ist mega gut. Okay, Quantum hat ein Disconnect. Ja gut, das wird er schon wieder hinbekommen, denke ich mal. Ja, aber hier geht's nicht mal weiter, fix. Ja, nee, da ist der Kassel. Ach, jetzt hast du schon alles Eisen abgebaut, oh Mann. Ja, ich habe schon 10, 11, 12, 12 Eisen ungefähr. Okay. Ich würde gleich da einen Ofen hinstellen. Lass mal hier so eine Zwischenbase hinmachen einfach. Wo alle Wege zu einem führen, ja. Mach ich jetzt mal. Okay. Alles klar. So, schau, ich habe hier mal 2 Öfen hingepackt. Und da hau ich schon mal das Eisen rein. Ja, keine Ahnung, werdet ihr schon sehen. Dann schau ich mal weiter. Das werden wir dann schon sehen. Oh, nice Kohle. Du Verschwender, du. Ja, warum Verschwender? Ich bin hier voll produktiv. Licht, sowas Unnötiges hier. Ah, was für unmöglich. Licht. Die Zuschauer wollen ja auch was sehen halt. Das ist hier immer noch eine Unterhaltungsformat. Ja, okay, das stimmt, ne? Also auf dem Handy, ich habe mir auch mal so eine Battle-Folge von uns, von der letzten Staffel auf dem Handy angeschaut. Das ist echt eine Katastrophe, ne? Auf dem PC sieht man voll eigentlich alles, aber auf dem Handy ist einfach alles schwarz. Das ist echt schlimm. Deshalb einfach ausleuchten. Ja, ich mag einfach auch Fackeln, weißt? Ich glaube, da so eine persönliche Vorliebe dazu irgendwie. Die vermitteln auch immer so ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, ne? Ja, das ist das, was du bisher nie erfahren konntest. Deshalb holen wir das jetzt bei dir hier in Minecraft nach. Mehr Fackeln für Fix. Ich muss das ja jetzt nicht direkt an die große Glocke hängen, aber es ist halt Tut mir leid. Auf jeden Fall könnten wir uns gerade einer von uns eine Steinschaufel machen und mal hier ein bisschen abbauen, so Flint und so Krams, weil werden wir auf jeden Fall noch brauchen, denke ich. Für Pfeile und für ein Feuerzeug, weil wir brauchen auch ein Feuerzeug für Nether. Frage. Alter, da ist ein Schwein. Ich hab... ja, in der Höhle. Ich hab das ist eine Frage. 17 Eisen. Sehr schön. Was soll ich damit machen? Einfach einmal brennen und noch nichts craften. Nein, schon fertig. 18. 20. Ja, dann behalt es. Mach erstmal nichts damit. Wir gucken gleich, dass wir die Höhle hier erstmal so ausnehmen mit Eisen und Kohle, was wir bekommen können. Dann machen wir einfach alle erstmal so ein bisschen Strip-Mining. Und dann geht einer mit einer kompletten Eisenrüstung. Nee, so, wir gucken, dass wir Gold. Sobald wir den Cube haben, gehen wir in den Nether. Ja, Mann. Sobald wir den Cube haben, weil dann können wir einfach nur ohne nix mit einem Steinschild oder so rein, können da so oft sterben, wie wir wollen. Das ist dann egal. Okay, wir brauchen noch Gold dafür, ne? Wir brauchen einen Apfel auf jeden Fall auch. Okay. Also wir brauchen Gold. 8 Stück oder mehr. Wir brauchen 16 Gold mindestens. Also Gold brauchen wir richtig viel für alles hier. Okay. Weil wir können uns auch noch so eine Alarmanlage kaufen für unsere Burg. Brauchen wir auch noch. Also Gold brauchen wir eine Menge. Okay, und... wow, Alter, nice. Ach du Scheiße, ist das hier gefährlich. Da ist Lava, okay. Schlucht oder was? Vendetta, wenn du zu mir guckst, da wo mein Name ist, da geht's... Das ist keine Schlucht, da geht's aber richtig tief runter.
Oh, ich bin hier auch. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich bin voll weit weggegangen. Ich bin bei dir in der Nähe. Du müsstest mein Namensschild durch die Wand sehen, ja, Fix? Hast du die Dinge, Schwierigkeit eingestellt schon? Die ist peaceful momentan noch. Ah, okay. Wir haben gesagt, die erste Folge bleibt so peaceful. Ah, okay. Ja, die komplette erste Aufnahmesession oder was? Nein, die erste Folge. So, nach 15 bis 30 Minuten stellen wir dann auf normal. Okay, das hatte ich aber vorher auch alles gesagt. Ja. Da war ich auch kurz. Ich werde dann auch vorher noch mal im Chat schreiben, dass ich das dann umstelle. So, ja, ich bin ja richtig froh, dass mein Internet jetzt endlich geht, ne? Das ist du hast jetzt eine neue Leitung drin, ne? Ja, ich habe die neue Leitung schon seit Donnerstag letzter Woche, also seit über 5 Tagen, aber die neue Leitung hat halt nicht funktioniert, weil die Telekom ein bisschen inkompetent war, ne? Ja, das sind sie doch immer, oder? Aber jetzt ist es echt ein Traum. Ich habe jetzt einfach mehr Upload-Geschwindigkeit, als ich manchmal Download-Geschwindigkeit hatte bei Kabel Deutschland. Du hast wahrscheinlich doppelt so viel Upload, wie ich Download habe, ey. Das könnte gut sein, ja. Ich habe 40 Mbit Upload. Das ist schon alles nice. Klar, ich habe 21.000er. Alles klar. Ey, Mann, ey, so unfair. Bei mir geht halt einfach nicht mehr. Ja, dafür hatte ich 5 Tage kein Internet. Oh nein, du bist doch gestorben. Richtig schlimm. Heutzutage ist es ein No-Go. Das stimmt, ja. Vor allem, ich hatte halt auch Internet am Handy und so, aber da kann man ja nichts mitmachen, weil die 5 GB Datenvolumen sind ja voll schnell aufgebraucht, ne? Ja, mega. Vor allem, ich habe nur 500 Mbit, weißt du? Ah ja? Am Handy, weil, keine Ahnung. Das ist richtig gemein, ey. So, ich bin hier voll am Erforschen, ey. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, ich bin gerade da, wo du die 3 Öfen aufgebaut hattest und ich werde jetzt einfach mal mein Eisen auch noch da reinlegen. Ich habe auch noch mal 55 Eisen, komm gleich zurück. Ach du Scheiße. Okay, Alter. Ich glaube, Eisen haben wir offiziell genug. Ja, ich habe jetzt hier auch noch mal 21 im Beutel. Dann haben wir genug Eisen. Boah, ich werde jetzt gerade mal. Grad. Ja, ich werde dann jetzt da, wo ich das gefunden hatte, auch gerade mal. Ich nehmt euch auf jeden Fall, falls ihr oben seid, geht mal kurz raus und macht euch einen Wassereimer und sowas. Würde ich euch nochmal empfehlen. Okay. So, ich bin gerade auf Höhe 24. Ach, Alter, nice. Ja. Fix, dann könntest du eigentlich gleich anfangen zu strip-minen, ehrlich gesagt. Ich hab Gold gefunden. Kann ich? Ja, kann oh, ich sehr gut. Nice. Ach, Alter, es läuft ja richtig bei uns, ey. So, ich schau noch kurz hier weiter. Vielleicht haben wir ja das Glück und wir haben irgendwie eine Höhle mit Lavaseen und so. Das wäre wirklich nice. Ah, wer ist da? Wenn also, da, ich sehe dich durch da, die Wand. Wo ich war, da müsste ich... Ihr seht mich immer und ich sehe euch gar nicht. Wollte ich halt jetzt echt machen. Ja, wir sind halt Namensschildscanner, musst du wissen. Wir sind da richtig erfahren drin. Ja, vor allem ich. Vor allem du. Richtig. Richtig gut. Du bist sogar unter mir, Vendetta. Warte, ich schau mal, dass ich irgendwie zu dir komme. Ach, Alter, jetzt finde ich selber nicht mehr diesen geilen Abstieg, den ich da gefunden hatte. Ich glaub's einfach nicht. Boah, wir haben eine richtig schöne Höhle, ey. Oh, Leute. Das war da so geil. Ich finde es einfach nicht mehr. So, Vendetta, ich bin rechts von dir, falls du mich suchst. Hier war das, ja. Oder? So ein bisschen. Ist halt so krass. Nein, hier war das nicht. Ich sehe wieder mal gar nichts. Oh Mann. Warte mal. Ich drehe hier noch durch. Oh, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Höhe. Wo seid ihr denn alle? Unten. Dobbs ist alleine draußen. Ach, Alter, hier geht's ja nochmal. Oh, du Gott. Scheiße, die Höhle ist ja der überdope Shit. Ich hab Gold gefunden. Nice. Oh, ich hab diesen Abstieg wieder gefunden. Cool. Ich glaube, ich bin immer vorbeigerannt. Ah, ich sehe den Namen, wow. Meinen? Oder fix? Oh, ich sehe euch. Cool. Nice, aber nur 2 Gold leider. Jetzt ich nicht mehr. Ich lasse jetzt mal Wasser runter. Okay. Dann komme ich da runter, so. Ja, und Vendetta, erzähl doch mal, du kommst bei uns beiden, oder zumindest bei mir, glaube ich, zum ersten Mal in den Videos vor. Was machst du so? Warum bist du hier drin? Ich bin ein stalkender Mensch auf YouTube. Na, keine Ahnung, weiß nicht. Ich bin krass. Okay. Du bist krass? Alter. Ja. Ey, weißt du was? Ich bin auch krass. Mehr kann man da nicht sagen. Alles klar. Ja, meine Leute kennen ja die Vendetta eigentlich schon. Wir haben ja ein paar Runden Jump League aufgenommen. Und ich hab's gehört. Bad Wars. Die letztere Folge war super von uns. Dein Titel. Ja, haben gut, mich sehr viele Leute drauf angeschrieben. Was hatte die denn so als Titel? Ja. Vendetta und die goldenen Brüste. Alles klar. Okay. Ah, Mann. Okay, ich hab Lapis Lazuli, ich bin richtig. Okay, tief, Lapis auf jeden Fall auch mitnehmen fürs Enchanten. So, ich bin gerade auf Höhe 20, okay, das ist echt. Ja, sobald du unten bist, fang an mit Strip-Mine. Ja, ich will nur. Oh, ich bin richtig tief unten und hier ist auch Obsidian.
Okay. Ich sehe auch euch vom Namen. Also wir sind recht gut verteilt. Das ist eigentlich ganz gut. Hier ist nochmal Gold. Hä, warum sind hier alle Lavaseen schon Obsidian? Das ist richtig seltsam. Ich habe nochmal 3 Gold gefunden. Ich habe jetzt nicht das komplette Eisen mitgenommen, was da in den Höhlen war, ne? Okay. Ja, wir haben ja, so viel Eisen. Okay. Wobei, ja. Backup-Stuff wäre echt nicht schlecht, Leute. Nehmt das lieber alles mit, wenn ihr nochmal nach oben geht. Ja, ich habe jetzt schon einen Stack Roheisen halt noch. Ja gut, aber jetzt denkt doch mal nach. Wir halten nicht das Inventar, falls wir sterben. Backup-Stuff wäre übelst nice. Ja. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Okay, Redstone. Hier ist ein riesiger Lavasee. Pass auf, jetzt gleich Dias, oder was? Also ich werde jetzt einmal Strip minen, weil bei mir geht's hier nicht mehr weiter. Ich fange jetzt schon mal an. Oh nee, scheiße, die haben schon Dias. Ich hab Dias gefunden. Oh Gott, echt? Nice. Sehr gut. Hammer nice. Alter. Fix. Dias. Pass auf. Nein. Was ist? Hä? Fix. Du lässt den Lava fallen.